Moin Leute, für 14 Euro nach Luxemburg von Berlin. Klingt unglaublich, aber Ryanair macht es wahr. In diesem Video fliegen wir von Berlin nach Luxemburg für nur 14 Euro. Teilweise dachte ich, es wäre ein Sightseeing-Flug über Berlin, aber nein, wir sind auch in Luxemburg gelandet. Ja, was bekommt man für diese 14 Euro? Das erfahrt ihr in diesem Video und wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt dran. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen am BER. Ich habe wieder Skyscanner durchflügt und bin da auf einen Flug gestoßen, 14 Euro von Berlin nach Luxemburg mit Ryanair natürlich, wie soll es auch anders sein. Das musste ich natürlich machen. Also habe ich diesen Flug gebucht und heute ist es soweit, heute fliegen wir nach Luxemburg. Ich war noch nie in Luxemburg und ich war noch nie am BER, also ziemlich viele Premieren heute. Auf jeden Fall sieht der Flughafen ziemlich gut aus, man hat ihn ja damals über den Medien gesehen, als er endlich fertig war. Ja, ziemlich schick, ziemlich aufgeräumt und ziemlich groß. Und ich kann auch jetzt schon mal wegnehmen, es hat alles ziemlich gut geklappt an diesem Flughafen. Also BER, ja, hat ja auch lange genug gedauert, aber ist auch gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich zugeben. Aber nochmal kurz zurück zu Skyscanner. Mir ist aufgefallen, ab Berlin fliegen ist ziemlich, ziemlich günstig. Wenn ich bei Skyscanner gucke, von wo man ziemlich günstig fliegen kann ab Deutschland, wird mir immer wieder, neben natürlich Memmingen, Hahn oder Weeze, immer wieder Berlin vorgeschlagen. Also ziemlich, ziemlich günstig von hier zu fliegen und auch ziemlich coole Ziele. Da ich aber aus Hamburg oder Bremen komme, ist es für mich natürlich immer ein bisschen weiter nach Berlin zu fahren. Aber ich denke mal, ihr werdet in Zukunft noch ein bisschen was von hier, vom BER sehen. Wer von euch den BER schon kennt, ist wahrscheinlich aufgefallen, dass ich tatsächlich im falschen Terminal eingecheckt habe, beziehungsweise durch die Sicherheitskontrolle gegangen bin. Ich wusste gar nicht, dass es wirklich zwei perfekt separate Terminals gibt, deswegen musste ich einen halben Marathon ins Terminal 2, ist es glaube ich, laufen, um hier zu meinem Gate nach Luxemburg zu kommen. Also es gibt so ein Billig-Terminal. Und was ihr hier seht, ist die neue Sundair-Lackierung. So neu ist sie gar nicht mehr, aber ich glaube, viele haben sie immer noch nicht gesehen. Wie findet ihr sie? Hinten das Logo, was aussieht wie eine Sonne, ist das Schau ins Land Logo. Ich finde es ziemlich cool und lasst es mich schon mal euch gesagt haben, ich fliege tatsächlich in 2 Wochen mit Sundair das erste Mal von Bremen. Macht euch da auf jeden Fall auf den Trip Report auf jeden Fall schon mal gefasst. Da wird was kommen. Freut euch drauf. Deswegen nicht abonnieren vergessen. Und ihr seht, wir boarden bereits die Ryanair. Eine schöne Classic 737-800. Mal keine Max. Das ist ja heutzutage schon fast was Besonderes. Ich mag nämlich die 800er noch etwas lieber als die 737 Max. Ja, angekommen an meinem Sitz kann ich euch erstmal schon mal sagen, dass es nicht tippitoppi sauber war. Die Tüte da kommt nicht von mir. Aber egal, was will man für 14 Euro erwarten. Aber dazu kommt eben auch, dass wir schon eine Stunde verspätet sind. Warum auch immer, Gründe weiß ich nicht. Deswegen versucht die Crew jetzt hier auch richtig, sich zu sputen und zu beeilen. Das sehen wir auch spätestens gleich, wenn wir einen Taxiway früher auf die Bahn raufrollen als üblich. Ich glaube, wir sind bei der Hälfte der Bahn raufgerollt. Und ja, das wird öfter mal gemacht am BER, ist jetzt aber auch nicht so, dass jetzt jeder Flieger macht. Also die Airline war auf jeden Fall bemüht, oder die Crew, hier auf jeden Fall noch irgendwie Zeit rauszufliegen. Dennoch können wir uns schon mal merken, Flieger war nicht ganz sauber, etwas zu spät. Ich persönlich bin der Letzte, der sich über so etwas jetzt groß beschwert, wenn es mir jetzt nicht irgendwie einen Anschlussflug versaut. Ich meine, man muss immer wieder im Hinterkopf behalten, es sind 14 Euro. To be fair, es waren 14,99 €, die ich für diesen Flug bezahlt habe, also 15 Euro. Und da bin ich auch einfach nur happy, wenn ich sicher in Luxemburg ankomme. Sie müssen im Bereich oder die Batterie beschädigt sein, heiß werden, Rauch entwickeln, verloren gehen oder in den Sitz fallen. Informieren Sie umgehend die Kabinenbesatzung. Größere Geräte inklusive Laptops müssen nun ausgeschaltet werden und im Handgepäck für Start und Landung verstaut werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihren Flug mit uns. Und jetzt ist es soweit, wir rollen ziemlich früh nun auf die Bahn und werden jetzt in Berlin starten. Natürlich hat das dann am Ende der Bahn noch alles gepasst, also wir sind früh genug hoch. Also viele sagen auch mal, Ryanair seien ja irgendwie so ein bisschen Kamikaze-Piloten, aber das war natürlich alles absolut im Rahmen. Und ja, nach dem Start genießen wir jetzt erstmal die schöne Aussicht auf Berlin. Das war ja schon fast ein Sightseeing-Flug, den wir da hatten. Thank you.
Sightseeing-Flug wird es mal Zeit, sich den Sitz ein bisschen genauer anzuschauen. Also bei mir reicht der Sitzabstand vollkommen. Ich bin 1,74, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe genug Freiheit, Beinfreiheit in einer Ryanair-Maschine. Das läuft so. Der Müll ist jetzt auch runtergefallen. Sonst ist der Tisch eigentlich recht sauber, also man kann nicht meckern. Aber der Müll, das hätte man zumindest einmal einsacken können. Das fällt eigentlich auf, wenn man durch den Flieger geht. Aber egal, sei es drum. Wir genießen jetzt noch die schönen Aussichten. Leider war dann gar nicht mehr so viel zu sehen auf dem Weg nach Luxemburg. Der Flug ist ja auch recht kurz. Aber ich persönlich könnte stundenlang einfach nur rausgucken und diese Aussicht genießen. Ich liebe es einfach. Wobei etwas zu sehen gab es dann schon. Was ihr hier seht, vielleicht kann es der ein oder andere ja schon erraten, wenn man so grob weiß, wo man langfliegt von Berlin nach Luxemburg. Das ist tatsächlich der Harz. Ist ja auch, glaube ich, Naturpark. Naturschutzgebiet, wie auch immer. Irgendwie sowas. Und was wir hier sehen, ist Goslar. Die Altstadt Goslar. War vielleicht der ein oder andere von euch auch schon mal. Ist eine wirklich schöne Stadt, kann ich wirklich nur empfehlen. Ansonsten war bei Ryanair alles so wie immer. Es wurden sehr, sehr viele Getränke oder ähnliche Sachen verkauft. Lose, wie man es eben so kennt. Und natürlich muss man für alles zahlen. Bei Ryanair gibt es nichts umsonst. Aber ich sag's nochmal, was erwartet man für 15 Euro? So, wer kann mir denn verraten, welche Stadt wir hier sehen? Ich gebe euch noch 5, 4, 3, 2, 1. Das ist Koblenz. Ja, also ein bisschen was gab es dann doch noch zu sehen. Immer mal wieder war es bewölkt, da konnte man gar nichts sehen, aber dennoch, eigentlich hat man permanent eine schöne Aussichten. Genau, und hier gibt es das nächste zu sehen, das ist der Flieger aus Büchel. Ja, von der deutschen Luftwaffe. Und in ein paar Minuten sollte auch schon der nächste militärische Stützpunkt kommen, aber diesmal nicht die Deutschen, sondern von den Amerikanern. Ja, und hier sehen wir die Spangdahlem Air Base von der US Army. Ja, und ihr habt es sicherlich schon mitbekommen, wir befinden uns bereits im Sinkflug auf Luxemburg. Also der Flug geht ungefähr eine Stunde. Und ja, hier ist es ein bisschen diesig, aber dennoch sieht Luxemburg von oben ziemlich, ziemlich schick aus. Das sehen wir auch gleich, wenn wir weiter sinken. Aber genau, lasst uns jetzt erstmal landen und wir sehen uns dann gleich in Luxemburg wieder. Thank you.
damit herzlich willkommen in Luxemburg, in Luxemburg. Ja, wir haben tatsächlich etwas Zeit wieder rausgeflogen. Wir sind ungefähr nur eine halbe Stunde später gelandet und das sicher. Und was lässt sich jetzt über die Erfahrung mit Ryanair heute sagen? Also letztendlich, finde ich persönlich, kann es ja keine zwei Meinungen geben. Wir haben 15 Euro bezahlt, ja, wir sind eine halbe Stunde später gelandet, aber wir reden hier immer noch darüber, dass wir gerade innerhalb von einer Stunde von Berlin nach Luxemburg geflogen sind. Kein Zug und kein Auto kann diese Zeit schlagen und vor allen Dingen für das Geld. Das letzte Video, da sind wir ja mit einer CRJ900 von Münster nach Frankfurt geflogen mit Lufthansa, ungefähr 20 Minuten. Und da gibt es auf jeden Fall mehr als nur zwei Meinungen. Da kann man ganz klar auch andere Alternativen wählen, die auch günstiger sind und preiswerter. Da ist Lufthansa einfach nur das Bequemste, aber in diesem Fall muss man einfach sagen, ist es einfach top. Man kann auch einfach nur sagen, dass Ryanair einen Top-Job hier gemacht hat. Für die Verspätung konnte die Maschine nur bedingt was. Es gab einfach, also die Airline, sorry, nicht die Maschine, es gab keine Slots auf dem Flug vorher und somit ist die Maschine schon verspätet in Berlin reingekommen. Und daher würde ich jederzeit wieder mit Ryanair fliegen und die von euch, die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen ja auch, dass ich ein kleiner Ryanair-Fan bin, da ich einfach dieser Airline dankbar bin, dass sie mir eben so viele Reisen ermöglichen. Und ich bedanke mich nun nicht nur bei Ryanair, sondern auch bei euch. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mit Ryanair geflogen seid, was ihr dafür bezahlt habt und wie dort eure Erfahrungen waren. Und wenn ihr keine weiteren Trip-Reports mit Ryanair, aber auch mit anderen Airlines nicht verpassen wollt, denkt dran, bald geht's auch mit Sundair weiter. Und Langstrecke steht auch nicht mehr so weit im Voraus an. Dann solltet ihr auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann und tschüss.